bin heute wieder an meinen Lieblingssee hier gegangen, um heute mal ein Let's Fish Video wieder mal zu machen. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Hatte einfach auch mal wieder Lust zu angeln. Ich benutze heute ein Stahlwurffach, weil hier sind Hechte. Ich habe hier immer mal ein Hecht gefangen. In dem Fall ist es ein vollfertigtes Stahlwurffach von Diver Tournament. Die benutze ich immer wieder sehr gerne. Ich habe schon etliche andere ausprobiert, aber das ist wirklich für mich immer das Beste gewesen. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mann, wo bleibt denn der dicke Hecht jetzt? Ich bin doch hier nicht umsonst hergefahren. Los, nicht die ganze Tagzeit, weiß. Ich will da nur ein Foto von dir. Aber das ist hier immer so bei dem See, da ist immer Wind. Ich habe hier noch nie einmal Windstille gehabt, außer einmal. Mischt, außer Anhänger. Dicke Pflanze mit dran. Ach nee, da ist ein Fisch mit dran. Oh, aua, das wollte ich doch nicht, Kleiner. Was machst du denn? Halt. Erst die Hand nass machen. Regel Nummer 1. Dann entfernt man ihm ganz vorsichtig den Haken. Geht nicht ab. Hängt zu tief drin. Das zeige ich nicht auf dem Video. Komm schon, komm raus. Geht da. Ja, dann habe ich natürlich gleich wieder freigelassen. Ich aber wollte jetzt das nicht so detailliert zeigen, weil eigentlich ist der Kopf abgerissen beim Haken entfernen. Und das ist auf YouTube immer so eine Sache. Die Leute, die... Ja, wisst ihr, wie das ist, ne? Reißt man mal einen Fisch den Kopf ab und dann ist er gleich, ist man gleich böse. Ja. Verstehe ich ja nur ja nicht. Aber. Wir wissen alle, dass so ein Kopf wieder nachwächst. Bei Barschen. Aber das wisst ja der Normalbürger nicht. Ich dachte, ich hätte ein bisschen gehabt. Oh ja. Da habe ich einen schönen Biss gehabt. Und da habe ich ihn auch dran. Das scheint ein schöner, dicker Barsch zu sein. Sehr schön. Nein! War eine richtige Jagd. Barsche sind da, die beißen. Da haben wir den ersten Fisch. Ich hoffe, der sitzt. Schwimmt aber weit. Schöner Barsch ist es. Hoffentlich bleibt er dran, diesmal. Hoffentlich ist der Akku noch an. Halt, du bleibst dran. Ich will dich doch nur mal fotografieren. Ich nehme den mal mit ins Flache. Weil ich möchte den jetzt hier nicht so aus dem Wasser reißen, den Arm. Ist gut. Wir sind beide Freunde. Ich hab dich ganz doll lieb. Und der ist noch zu klein. Der kommt wieder zurück. Da schwimmt er davon. Da ist der nächste schon. Jetzt sind aber alle echt schöne hier. Noch ein richtig schönes Exemplar und was einen dicken Bauch er hat. Wenn man mal kippt hier, ist richtig dick gefressen. Die fressen hier wie die Sau. Sehr schön gezeichnet. Hat er 20 oder so. 25, 28. Ich werde jetzt hier den letzten Wurf machen. Und dann gehe ich rüber auf die andere Seite, wo vorhin geräubert hat da hinten. Geraubt hat. Im Schiff. Und da werde ich dann mal versuchen, nichts zu fangen. Und den Rest Akku dafür nehmen. Alter, das ist ein Fisch. Und gehen her. Da hat sich der letzte Wurf doch gelohnt. Ich weiß noch nicht, was das ist. Wenigstens mal gesehen haben. Nicht. Was eine Kartonschrakete. Ach ja, hier sind Hechte.
ich hab das Maßband nicht mehr. Zum Glück hab ich ein Stahlverfach. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Der hat einen Meter. Der ist richtig gut, ja. Hallo. Na, du Digga? So schnell hier ran. Mit einem Hoshi. Ich möchte dein Freund sein. Die Fische hier, die haben richtig Power. Ich hatte jetzt schon mal, wo ich den Hecht gefangen habe. Der war nicht ganz so groß. Aber der hat gefightet wie Sau. Der wird nicht unter dem Steg durchgeschwommen. Kannst du vergessen. Hier rum, zum Strand. Alter, nein, du bleibst hier. Will ich müde werden. Zum Glück habe ich eine Zange mit. Komm jetzt, wir müssen jetzt an den Strand, das reicht. Ich will halt nicht, dass er mir unter den Steg wegschwimmt. Ich habe hier nur eine 22er Sehne drauf, ne? Komm schon, wir wollen jetzt mal am Strand. Der hat den Snap im Mund, Alter. Nicht, dass der aufgeht. Also für den zieht man auch schon mal meine Schuhe aus. Also ich denke mal, der hat einen Meter, oder? Alter, was eine fette Sau. Der ist ganz schön ausgepowert nach der Aktion. Komm schon, atme. Guck mal sich diese dicke, fette Rakete mal an. Der hat einen Meter. Jetzt wird er langsam wieder. Die Augen gehen nach unten. Ich hoffe, euch hat mein kurz und lange Video hier gefallen. Ich beende das jetzt einfach hier mal schon. Warum soll ich noch warten, bis er wegschwimmt? Und ja, wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mal drin warum. Ich habe mir so viel Mühe gegeben hier mit dem Hecht und mit den anderen Fischen. Und mit dem Jutid. Das ist übrigens mein Personal Best. Noch nie so einen dicken Hecht gefangen. Habe ich gefangen, letzten 76er oder so. Aber der hier hat wirklich einen Meter, glaube ich. Also 90 hat er. Ich sag mal so, ich schätze ihn auf 88. Aber er hat vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mitnehmen möchte ich ihn nicht und deswegen soll er jetzt endlich mal abhauen, die Sau. Komm schon. Ich möchte doch nur, dass du in Frieden weiterlebst. Der See hat so viele Plätze.